Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur perfekten DLC-Kolonie. Ja, wo man glaube ich schon sieht, dass das hier recht zügig jetzt fertig gebaut wird. Dann fehlt hier noch ein Teil und hier, okay, es fehlt noch eine ganze Menge. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch schon den nicht ganz unerheblichen Teil fertig. Die Batterien hier sind auch alle schon eingestellt, sehr gut. Okay, der Teil ist erledigt. Jetzt könnten wir die nächsten Sachen priorisieren. Das sind vielleicht erstmal die Sachen, die Voraussetzungen sind, dass wir den Rest bauen können. In dem Fall die Leitern und... ja. Dann bringen wir das doch mal zu Ende. Gut, dann... würde ich gerne einmal schauen... Ich glaube, du... Ach, hey. Was ist denn hier passiert? Ist doch Connys Rakete, oder? Sehr mysteriös. Da fehlt noch ein bisschen Oxylit. Schutzanzüge sind reichlich vorhanden. Dann würde ich hier vielleicht auch noch mal alles rausreiben lassen. Okay, und die andere war, glaube ich, diese hier. Nee. Was, die? Die war's. Wie kommt denn Olli hier rein? Also wie er hier reinkommt, ist schon klar, aber... Wie kommt es, dass er nicht wieder raus kann? Das wäre eher so die passende Frage. So, ups. Irgendwie versehentlich in die Pause gegangen. So. Auch hier räumen wir alles raus. Ist hier auch überall gewischt. Dann können wir den Aufräumen, den Aufräumbefehl hier auch nochmal erneuern. Dass das auf jeden Fall erledigt wird. So, was müssen wir hier noch einstellen? Da haben wir Bärenmatsch drin, das passt soweit. Da sind die Schutzanzüge drin. Da ist Oxylit drin, das ist soweit alles gut. Ich überlege jetzt, ob wir noch was... Also was ich auf jeden Fall interessant finden würde, wären, wenn wir noch Strahlungstabletten mitnehmen. Dafür müssten wir dann aber noch einen Lagerbehälter zerlegen und einen Kühlschrank bauen. Da haben sich schon wieder 364 Kilogramm Sauerstoff eingesammelt. Das ist sicherlich aus den Schutzanzügen, die kaputt gehen, oder? Kann das sein? Wenn die den abgenutzten Schutzanzug ausziehen. So, da können wir noch die Meldung unterdrücken. So, Medizin. Primitive Strahlungstabletten. Sollen sie ruhig voll machen, das Ding. Auch da können wir direkt mal die Meldung unterdrücken. Da können wir die da lassen, weil wenn die keinen Strom haben, ist es vielleicht sogar auch nützlich, wenn man das Ganze dann sieht. Ich denke, dass wir das ein bisschen hochstellen müssen. Gucken wir das mal nach. Weil, ne, brauchen wir nicht, wäre eigentlich sogar egal gewesen. Weil die können da so aufgenommen werden. Okay. So, dann haben wir... Oh, ist bald schon fertig. Ja. Der Rest... Oh ne, hier fehlt noch ein Teil. Nicht da auch noch. So, dann haben wir noch ein Problem hier, auf das ihr mich hingewiesen habt, über das ich gar nicht nachgedacht hätte.
Und zwar sendet ein grünes Signal, wenn das Lager voll ist. Soweit, so gut. So, ich war noch mal kurz unterbrochen worden, aber da sind wir wieder. Also, was passiert denn, wenn die Rakete gestartet ist? Dann haben wir nämlich kein grünes Signal mehr. Deswegen müssten wir jetzt hier zusätzlich auch noch ein Signal von der Plattform haben. Sendet ein grünes Signal, wenn sich die Rakete auf der Plattform befindet. Andernfalls wird ein rotes Signal gesendet. Was haben wir hier? Wenn die Rakete startklar ist. Okay. Bedeutet dann, wir müssten ja das Signal hier nehmen. Sendet ein grünes Signal, wenn die da ist, ein rotes, wenn sie nicht da ist. Das heißt, sie ist gestartet. Und dann haben wir hier ein rotes Signal. Ja, Moment. Grillo und Automation, das ist ein Ding für sich. Also wenn sie da ist, sendet sie ein grünes Signal. Das dürfen wir ja dann nicht übertragen. Korrekt? Weil dann würde ja unser System denken, das Ding ist noch nicht voll. Ne, Quatsch. Jetzt habe ich wieder total den Faden verloren. Also, wenn... Machen wir es anders, machen wir es anders. Wenn die Rakete gestartet ist, brauchen wir hier drauf ein rotes Signal. Korrekt. Das heißt, wir können dieses rote Signal da ja rangeben. Problem ist nur, jetzt ist die Rakete da und die würde dann ein grünes Signal darauf geben. Und das würde das Ganze dann ja jetzt ausschalten, weil das grüne das rote Signal überschreibt, richtig? Wisst ihr was? Wir probieren das einfach mal aus. Was passiert, wenn wir das so bauen? Das können wir ja ohne Probleme machen, aber ich bin mir, oh, jetzt habe ich es sehr laut, ein Kopfhörer, bin mir sehr sicher, dass das der Effekt sein wird. Wenn das jetzt gleich gebaut ist, gibt es hier ein grünes Signal. Habe ich das wenigstens aus Wolfram bauen lassen? Ja. So, genau. Das ist ja das, was wir nicht wollen. Bedeutet eigentlich, denn wir müssten dieses Signal erst dahin abgeben, wenn das hier gehe gerade immer im Kopf mehrere Lösungen schon durch, ob ich dieses Signal vielleicht von denen hier getrennt aufnehme und hierher bringe. Und das da dann abhängig davon mache. Ich sollte mal losgelöst von diesem hier denken. Gehen wir mal davon aus, dass hier ist gar nicht verbunden. So, was ich jetzt möchte. Ich möchte ein rotes Signal abgeben, wenn keine. Wenn das Ding hier voll ist, das heißt, das könnten wir da anschließen. Oder wenn hier keine Rakete gelandet ist. Aber wie kriege ich das? Das habe ich ja das gleiche Problem. Das ändert ja nichts daran. Also wir haben. Ah, Moment, das, jetzt habe ich eine Idee, wie wir es machen können. Was wir hier ja im Grunde brauchen, ist ein rotes Signal. Wenn da keine Rakete ist. Das heißt, wenn hier ein rotes Signal kommt, dann nehmen wir hier noch
Oder? Moment. Ich kann eigentlich kann ich es da doch abgreifen. Oder? Ich bin gerade. Also ich habe eine Idee. Ich muss ja in eine Verbindung durch beide herstellen können, aber ich stelle mich gerade wieder ziemlich blöd an. Ne, einen Und-Gatter. Wir müssten hier einen Und-Gatter haben, wo wir als Ergebnis ein rotes Signal ausgeben. Das heißt, da müssten wir schon mal wieder einen Nicht-Gatter haben, damit das Signal rot wird. Das ist schon mal das eine. So, und jetzt müssten wir an beiden ein grünes Signal geben, damit wir das machen können. Möglicherweise mache ich mir das, jetzt habe ich es zu nah rangesetzt, dass es nicht passt. Ich baue es erstmal so, wie ich es jetzt gerade im Kopf habe. Ich glaube, dass man es dann noch vereinfachen könnte. So. So, wenn jetzt das so gebaut ist, passiert Folgendes. Die Rakete hebt ab. Wir haben hier ein rotes Signal. Dadurch wird hier ein grünes Signal. Und das kommt hier raus und wir haben wieder ein rotes Signal. Was wir zusätzlich aber brauchen, dass das Ganze nur aktiviert wird, wenn, ich glaube, das wird, funktioniert auch wieder nicht, oder? Wenn hier ein rotes Signal ist, bekommen wir da auch ein rotes. Dafür müssen wir dann hier aber ein grünes haben, wenn hier ein rotes Signal ist. Das heißt, das ist rot, das hier wird grün. Dann müssten wir auch das nach dort verbinden. So müsste es doch jetzt korrekt sein, oder? Ich glaube, dass das so richtig sein müsste. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, was ich hier mache, relativ sinnfrei ist. Vor allem, was ich überlege gerade, was bezwecke ich damit jetzt eigentlich? So, also wenn das Signal rot wird, dann wird das hier grün und dann kriegen wir hier ein rotes Signal. Wenn von hier ein rotes kommt. Das heißt, ja, aber das bedeutet ja, wenn das, nee, Quatsch, wenn das Lager voll ist. Nee, wenn es nicht voll ist, gibt es da ein rotes Signal. Dann wird das hier grün, aber dann ist ja die Rakete gelandet. Also gibt es hier ein rotes. Dann würde der kein Signal zum Laden geben. Und dann müssten wir hier unten das mit einem Oder-Gatter machen, oder? Dann müsste es funktionieren, dass wir einmal das Signal hier haben. Ja, aber dann habe ich ja. Das kann ja auch nicht funktionieren. Oh. Oh mein Gott, was machen wir hier? Funktioniert denn wenigstens das hier? Ja, sehr schön. Wir produzieren inzwischen Oxylit. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Wir haben wenigstens etwas Produktives und vor allen Dingen auch Sinnvolles in dieser Folge gemacht. Jetzt versuche ich mich hier nochmal. Oh Gott.
an einer Lösung. Das ist auch hier übrigens gerade ein reines Intelligenzproblem bei mir, ne? Das ist Soll ich mal versuchen, die Aufnahme zu stoppen, das Ganze dann zu bauen und dann euch das fertige Ergebnis zu präsentieren? Vielleicht ist das ein bisschen einfacher für mich, wenn ich mich dabei nicht beobachtet fühle. Und bei einer Aufnahme fühle ich mich immer beobachtet, weil sich das hinterher ganz viele Menschen angucken. Ich wurschtel erst nochmal so weiter und dann probieren wir es gleich nochmal. Also, was ich möchte. Ich möchte, wenn, dass wir hier einen... Obwohl, nein, das ist doch richtig. Oder? Nee, es ist nicht. Wenn ich jetzt das Signal mit einem Oder-Gatter da ranführe, dann würde er ja jetzt hier wieder die Teilchen hochführen, obwohl die Raketen gelandet sind. Das kann ja also dann auch nicht korrekt sein. Müsste ich das Signal direkt da anschließen? Es würde ja nichts ändern. Ist oder ist hier das Nichtgatter falsch? Oh, da haben wir eine schöne Brücke geschaffen jetzt. Wie schnell das hin und her wechselt. Kann ich auch gleich verbinden. Ja, was würden wir denn jetzt gewinnen, wenn ich das ändere? Das was ich hier mache, ist auch ausprobieren, ne? Austüfteln. Das ist nicht drüber nachdenken und dann was bauen, wobei es das ich mir schon so vorkomme, als ob ich drüber nachgedacht habe und das ist das Ergebnis, das aber nicht funktioniert. Weil wir würden ja hier jetzt ein grünes Signal ausgeben, wenn ich das mit einem um euch das mal zu zeigen, was ich meine. Ich mache hier einen Oder-Gatter. Das kommt dort dazwischen. Und dann würde das Signal grün werden, wenn eins der Signale da ankommt. Ja, aber Moment, wenn ich jetzt Folgendes machen würde, wir verbinden das, wobei das ist jetzt nur für mich zum logischer Denken. Ich kann mir das besser visualisieren und dann kann ich mir das besser vorstellen. Wenn ich jetzt hier diese Verbindung rausnehme und wir das stattdessen direkt da anschließen, dann passiert ja Folgendes, wir haben hier einen Und-Gatter. Solange das Ding gelandet ist, gibt es hier ein grünes Signal. Ja, aber nee, das ist ja Quatsch, was ich jetzt überlegt habe. Ich muss ja ein grünes Signal haben, wenn die Rakete gestartet ist, damit ich... Nee, muss ich nicht. Ich muss hier ein grünes Signal... Bin ich denn jetzt total beschränkt? Also, vielleicht bin ich von vornherein falsch reingegangen. Mein Problem ist ja, wenn die Rakete startet, habe ich hier kein rotes Signal mehr, sondern das hier wird dann grün und wir schicken wieder Teilchenblitze hoch. Und genau das ist ja das, was wir... Gott, ich will, wenn ich mir das angucken würde jetzt an eurer Stelle, ich würde Kopfschmerzen kriegen, glaube ich. Das heißt, wir müssten hier auch nicht mit einem Oder-Gatter arbeiten, sondern wir müssten ja vermeiden,
dass dieses grüne Signal, ich bin da von vornherein falsch reingegangen, dass das ausreicht, um das Ganze zu betreiben, sondern wir müssten, das ist eigentlich, ich habe es viel, viel, viel zu kompliziert gedacht, weil ich das System nicht verstanden habe. Was wir machen müssen, ist hier ein Unsignal zu haben. Allerdings müssen wir das wahrscheinlich pro Rakete einmal bauen, ne? Ja, ich glaube, wir werden das pro Rakete bauen müssen. Also das hier darf alles weg. So, und dann brauchen wir pro Rakete ein Unsignal. Das so aussieht. Dann würden wir hier nämlich nur ein grünes Signal ausgeben, wenn das Teilchen Blitzlager noch leer ist, aufgrund des Nichtgatters, und die Rakete gelandet ist. Wenn sie nicht gelandet ist, ist nur eins dabei. Ja, das. Gott, was mache ich das denn so kompliziert? Jetzt muss ich dann gerade mal schauen, wie wir das hier schöner hinbekommen, dass das passt. Dann würde ich es wahrscheinlich eher ja, wir bauen das hier nochmal. Ja, wobei, Quatsch. Nee, so. Wir können ja den ersten hier danach immer da lassen, weil da würde ich gerne das Unkatter hinbauen. Machen wir das so. Dann nochmal eine kleine Änderung. Okay, wir müssen das Autosave abwarten. Den Zerlegungsauftrag raus, da auch, da auch, da auch, da auch. Stattdessen müssten wir es da trennen. So. Dann kommt. Kommt hier jeweils ein Undgatter hin. Und dann müssen wir dann noch diese Signale hier miteinander verbinden. Und natürlich die hier. So sollte das klappen, oder? Solange die Rakete da ist, gibt es einen. Bauen wir doch mal hier eins fertig, dann sehen wir es ja. Aber was eine schwierige Geburt, meine Güte. Ja, das klappt. Dann bekommen wir jetzt ein grünes Signal, nur wenn das Lager leer ist und wenn die Rakete gelandet ist. Wenn die Rakete gestartet ist, ist es da rot, dann kann das Unsignal kein. Ja. Dann kann das hier auch wieder weg. War was? Nee, ne? Machen wir es, sehen wir es einfach so, das Ergebnis zählt. Und damit bin ich ausnahmsweise mal zufrieden. Das Aufräumen dürfen wir hier auch mit 5er Priorität machen. Jetzt gucken wir hier nochmal eben rein. Das sieht alles gut aus. Die Medizin ist voll. Wir haben Müll hier rausgeräumt. So, und in dieser hier. Sind zumindest Teile vom Müll schon mal weg.
Gut, dann sind die beide, glaube ich, startbereit, dass wir sie alle die hier. Okay. Das zirkuliert wahrscheinlich innerhalb der Rakete jetzt mit dem Sauerstoff, ne? Hier genau das Gleiche. Ah nee, oder wenn die Schutzanzüge gerade geladen werden. Hier sind jetzt so viele Teilchenblitze im Umlauf nach der Änderung hier, dass wir ständig produzieren. Ja, Graupelweizen, juhu. Da habe ich so sehr drauf gefreut, dass das endlich geklappt hat. Gott sei Dank. Okay, dann ja, können wir jetzt die heutige Folge, glaube ich, beenden. Ich hoffe sehr, dass nein, dass ihr jetzt keine Kopfschmerzen habt, sagen wir es mal so. Und Gott, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ne? Tschüss.